kleine Triggerwarnung in diesem Beitrag zum sexualisierte Gewalt. Es hätte ja mal passieren müssen, wenn du so viel im Ausgang bist. Es hätte ja mal passieren müssen, wenn du Alkohol trinkst. Von Victim Blaming redet man dann, wenn Menschen Gewalt erlebt haben und man ihnen dafür die Mitschuld gibt. Auf Deutsch sagt man dem auch Täter-Opfer-Umkehrung. Das ist eigentlich, nachdem man die Gewalt erlebt hat, auch nochmal gewalttätig und übergriffig. Wieso gibt man Betroffenen für sexualisierte Gewalt oft Mitschuld? Und was könnte man als Gesellschaft besser machen? Victim Blaming ist ein ultra schwieriges Thema. Wir haben mit einigen Leuten telefonieren, bis wir jemanden gefunden haben, der vor der Kamera darüber schwätzen wollte. Ich bin jetzt unterwegs zu Nina. Sie hat sexualisierte Gewalt und Victim Blaming erlebt. Oh ja, Nina, freut mich. Nina, magst du uns ein bisschen von Anfang an erzählen? Wie hat das Ganze angefangen? Was ist passiert? Also es war im Juni 2020, als ich vom Ausgang auf dem Heimweg war. Ist mir nach einem unbekannten Mann, also er hat mich im Bus angesprochen. Aber wir haben dann nicht gross geredet miteinander. Und er ist mir nachher heim gefolgt, von der Busstation bis zu meiner damaligen Wohnung. Und ist nachher in die Wohnung reingekommen mit mir. Und dann kam es zu dieser Vergewaltigung in der Wohnung. Er hat sich einfach quasi Zugang verschafft in deine Wohnung? Genau, also es ist schon, ich habe gemerkt, dass er mir nachläuft. Mhm. Ich habe dann auch ein komisches Gefühl gehabt. Ich habe ihm mehrmals gesagt, lass mich in Ruhe, ich will heim, ich will schlafen, ich bin betrunken. Aber er ist nachher einfach gleich nachgekommen. Genau. Und wie hat jetzt so dein enge Umfeld darauf reagiert? Es war sehr gespalten gewesen. Also, es hat, und das ist schon wichtig zu sagen, es hat einen Grossteil gegeben von Freunden, die sehr unterstützend waren, die auch unsere Freundschaft enger gemacht haben, wo ich gewusst habe, ich kann mich absolut verlassen auf die Leute. Und ein grosser Teil, der sehr unschön war. Also, ich habe dort sehr viel Schuldzuweisung erfahren, eben, wo mir gesagt haben, es hätte ja mal passieren müssen, wenn du so viel im Ausgang bist. Es hätte ja mal passieren müssen, wenn du Alkohol trinkst, hast du dann alleine heimgehen. Wie geht es einem, wenn du so etwas Intimes und Verletzliches preisgibst und dann kommt einfach so eine Reaktion, so à la, es ist nur eine Frage von der Zeit gewesen? Ja, es ist extrem verletzend. Ich habe das Gefühl, man ist schon in so einem Ausnahmezustand, wenn das passiert. Ich finde so, alle Grenzen oder Weltvorstellungen, die man hat, sind schon so durchrüttelt irgendwie. Und nachher kommt wie irgendwie so der nächste Vertrauensmissbrauch von Leuten, die man vertraut. Oder das waren nicht Leute, die mich nicht gekannt haben. Das waren nicht Leute, die mich angegriffen haben auf dem Heimweg wie der Täter. Sondern das waren Leute, die meine engsten Freunde waren. Und dieser Vertrauensmissbrauch, der Vertrauensbruch, ist gerade in der ersten Zeit nach der Tat, ich würde sagen, die ersten paar Monate, teilweise fast schwieriger gewesen für mich, um damit umzugehen als mit der Tat selber. Ah, wirklich? Weil ich glaube, je mehr, wie sich mehr wie so ein Vertrauensmissbrauch angefühlt hat. Wie würdest du sagen, hat das ganze Victim Blaming deinen Genesungsprozess beeinflusst? Es hat es extrem verlangsamt. Oder eben, ich finde, es sind wie so weitere kleine Traumastückchen dazugekommen. Das eine ist so die Tat, die passiert ist so oder so. Und wo ich musste lernen, das zu verarbeiten und damit umzugehen. Und das andere ist eben nachher so, wie gehe ich damit um, wenn ich merke, dass meine Freunde eigentlich nicht meine Freunde sind. Wie gehe ich damit um, mit so viel Schuldzuweisung, dass ich mein ganzes Verhalten auf einmal hinterfrage. Ich habe so viele Therapiestunden verbracht, über solche Sachen zu reden, anstatt über die Tat selber. Er ist ja mittlerweile verurteilt, richtig? Er ist in 2 Instanzen verurteilt, also zuerst im Bezirksgericht für 7,5 Jahre Freiheitsentzug und 12 Jahre Landesverweis. Nachher hat er es weitergezogen als Obergericht, kantonale, wo das Urteil aber eigentlich bestätigt wurde. Und jetzt hat er es aber nochmal wieder zurück ans Bundesgericht, also das ist noch offen. Ich habe jetzt gehört, dir selber hilft malen. Ja, genau. Dann können wir das sonst gleich ausprobieren. Das ist etwas, wo ich jetzt gerade noch dran bin, eine Skizze, so, was eben auch ein bisschen um Victim Blaming geht. Also eigentlich wie mit halt verschiedenen Sachen, die gesagt worden sind.
genau. Oh, das, was du gesagt hast, das muss Thema passieren. Genau. Und dann bist du sicher, dass du das willst. Und was haben sie dann erwartet, dass passiert? Genau. Und eben einfach auch so ein bisschen, so den Druck symbolisieren, der so von außen kommt, von allen Seiten. Irgendwie muss man sich rechtfertigen für so eine Ausnahmesituation, die man selber kaum erfassen kann. Das ist auch noch ein, also das ist jetzt mehr um die Tat selber gegangen. Genau. Also das habe ich auch mal während der Therapiestunde gemalt, was wie so um, also wenn ich all die negativen Gefühle, die ich in mir drin habe, versucht habe irgendwie zu visualisieren. Auf die Vorbereitung zu dem, wenn ich mir spannend überlegt, hey, habe ich schon so Situationen erlebt, wenn ich dann unterbewusst gleich irgendetwas gesagt habe, wie du gesagt hast, wenn man so viele Fragen stellt, ich bin aber wohl mega viele Fragen stellt. Ja. Ich denke, man muss ja differenzieren. Grundsätzlich denke ich, ist es nicht per se falsch, Fragen zu stellen. Mhm. Manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht sind es einfach ein bisschen die falschen Fragen. Mhm. Oder dass es eben sehr auf die Art geht, so, ja, was hast denn du gemacht und wieso hat er, also jetzt bei meinem Fall, wieso hat er überhaupt können in deine Wohnung kommen und wieso hast du nicht einfach die Stege runtergestossen oder einfach alles so Sachen, wo ich finde, es wären vielleicht irgendwie andere Fragen wichtiger. So, ja, eben, wie geht es dir jetzt? Was bräuchtest du jetzt? Wie war es für dich bei der Polizei? Was kann ich machen, dass es dir besser geht? Oder das sind alles Fragen, die man ja auch stellen kann. Ja. Wo ich das Gefühl habe, einem Opfer viel mehr oder der betroffenen Seite viel mehr würde helfen. Weil dass man sich hinterfragt über das und jedes kleine Detail analysiert und denkt, wieso habe ich nicht mehr gemacht oder wieso habe ich es nicht anders gemacht. Das passiert schon genug selber beim Opfer. Ja. Was würdest du jetzt so Leuten mitgeben, die das vielleicht selber erlebt haben und die ganz am Anfang stehen? Also, sich versuchen, und das ist sehr schwierig, auf die Personen zu konzentrieren in seinem Umfeld, die einem unterstützen, wenn die da sind. Oder? Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich das kann. Mhm. Das sind jetzt nicht alle, ich habe nicht nur Victim Blaming erlebt. Und vielleicht auch, weil es ist sehr schwierig, manchmal selber für sich einzustehen nach so einer Tat. Sondern dass man vielleicht auch wie die Personen in seinem Umfeld, die einem unterstützen, kann nutzen für das, dass sie sich eben auch gegenüber Leuten, die Victim Blaming betreiben, können einsetzen für einen. Und wenn man das jetzt alles gar nicht hat, auch niemand, der unterstützt, würde ich halt stark empfehlen, irgendwie über eine Opferberatungsstelle zu gehen, um wenigstens dort Hilfe zu bekommen oder eben unbedingt eine psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Das auf jeden Fall. Hey, danke dir vielmals, Nina. Tschüss. Im Moment ist mir so krass eingefahren, als sie gesagt hat, dass Victim Blaming manchmal für sie sogar noch schlimmer war als Tat. Es hat für mich irgendwie aufgezeigt, wie viel Gewicht so eine Reaktion und so ein Wort haben können. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob ihr mal falsch reagiert habt? Schreibt es mir auch in die Kommentare. Der Sebastian und sein Freundeskreis haben etwas gemacht, das wahrscheinlich die allerwenigsten machen. Jemand in ihrem Freundeskreis hat sexualisierte Gewalt erlebt und daraufhin haben sie alle geschwiegen. Wo das ihnen aber bewusst worden ist, haben sie sich immer wieder im Freundeskreis getroffen und ihr Verhalten reflektiert. Und ich finde es recht krass, dass er jetzt parat ist, um darüber zu sprechen. Was genau ist bei euch passiert? Eine Person aus meinem Freundeskreis hat eine Vergewaltigung erlebt. Die ersten paar Wochen ist natürlich so, man hat mega darüber geredet, man hat manchmal auch nachgefragt vielleicht. Also. Dann mit der Zeit ist es so ein bisschen wie auch in den Hintergrund geraten. Ausser, dass sie immer wieder sich gemeldet hat bei mir und sicher auch bei anderen Leuten und gesagt hat, hey, ich möchte, dass du mich darauf ansprichst und dass du mich fragst, wie geht es dir mit der Vergewaltigung und so weiter. Es ist mir auch schwer gefallen, irgendwie so über das Thema zu reden. Also ich meine, sogar bei einer nahen Person, die es mich mega betroffen hat, dass ihr das passiert ist. Dass man sich dann wie entschlossen hat, nicht darüber zu reden? Ich würde sagen, unterbewusst, ja. Es ist vor allem, dass viele Sachen einem daran hindern, um einfach ganz normal über das Thema zu reden. Und das macht dann, dass man es vergisst. Mhm. Weil man immer wieder sich ja, in der Situation dann, ja, es ist so schwierig, oder man weicht dann aus und so. Und so ist es auch im ganzen Umfeld von ihr gegangen. Und wie war das für sie gewesen? Das muss für sie sehr schlimm gewesen sein. Sie hat auch sehr an sich gezweifelt, ob sie übertreibt. Mhm. Ob sie einfach aus einer Mucke einen Elefant macht, oder? Ab wann hast jetzt du persönlich gemerkt, dass dein Verhalten vielleicht nicht das Richtige war? Es war ein Prozess, der über ein paar Monate gegangen ist. Und ich habe jetzt nochmal so, wir haben uns dann
ein paar Mal getroffen, also mehrmals getroffen und amigs so mit Vorbereitung und jemand hat sich so ein paar Punkte überlegt und dann nachher haben wir so zweistündige Treffen gehabt, wo wir viel geredet haben. Und es sind, glaube ich, so 4, 5, vielleicht 6 Treffen gewesen, wo es so wirklich um das Hauptthema Silencing gegangen ist. Kannst du dir jetzt nach all diesen Treffen im Nachhinein erklären, wieso das Silencing überhaupt passiert ist? Ja, ich kann es mir sehr gut erklären, im Sinne von, es passiert sehr einfach, dass man über Zeug, die tabuisiert sind, wo gesellschaftlich heikle Themen, also ich stelle es mir vor, wie ein heisses Eisen, wo eigentlich niemand wirklich in die Hand nehmen will, zum die umgehen. Also da hat man 1000 Entschuldigungen und 1000 Begründungen, wieso nicht. Und das ist bei uns auch mega das Thema gewesen, dass wir wirklich dann eine Liste hatten, mit, wo wir dann so Strichli gemacht haben, bei wem trifft das alles zu, was alles Gründe sind, dass man nicht einfach es angesprochen hat. Gibt es so konkrete Beispiele, oder dann könntest du, wo wir diskutiert haben und eben gesagt haben, so würden wir nie mehr wieder reagieren? Eigentlich sind es einfach ganz viele Ausreden gewesen, wieso man nicht die Verantwortung übernommen hat. Und es geht nicht mal unbedingt um die Gründe, wieso, sondern es geht darum, dass man einfach den Elefant im Raum anspricht. Nachfragen ist nie falsch. Das war auch mega das Thema. Leute hatten Angst, nachzufragen, um die Person, die Vergewaltigung erlebt hat, nicht zu triggern in dem hinein. Sie hat gesagt, fragt nach, auch wenn es mich könnte triggern, kann ich dann immer noch reagieren oder ich kann einfach sagen, ich möchte nicht darüber reden. Also einfach nicht darüber reden ist... kann man nicht einfach sagen, ich will nicht die Person verletzen. Das ist wie nicht ein Grund. Ich finde es mega schön, wie sich Sebastian und seine Freundesgruppe dem Thema kritisch angenommen hat und das eigene Verhalten auch reflektiert hat. Und mein Learning ist wieder mal, Tabuthemen ansprechen. Ich habe jetzt mit jemandem geschwätzt, der Victim-Blaming erlebt hat und jemandem, der geschwiegen hat. Ich will jetzt aber wissen, was wir als Gesellschaft anders oder besser machen könnten. Das interessiert mich gerade darum, weil uns mehrere Expertinnen gesagt haben, dass die sexualisierte Gewalt erleben, meistens auch irgendeine Form von Victim-Blaming erfahren. Corinna, du bist ja Geschäftsleiterin der Frauenberatungsstelle für sexuelle Gewalt hier in Zürich. Wie erklärst du dir Victim-Blaming? Victim-Blaming tut eigentlich das Ausmaß der Gewalt und überhaupt die sexualisierte Gewalt negieren, tabuisieren, tut es umkehren. Es schiebt also die Verantwortung für eine erfolgte sexualisierte Gewalttat den Opfer zu und entlastet die Täter. Wieso tut man dann generell Victim blamen? Es gibt den potenziellen Opfer das Gefühl, also ich habe Kontrolle, mir kann das nicht passieren, solange ich mich nicht an diesem und diesem Ort aufhalte oder solange ich mich so und so anlege. Die Täter tut es eigentlich von der Verantwortung entlasten. Sie können ja nichts dafür, sie haben so einen starken Trieb und sie sind irgendwie gereizt worden und das Opfer hat sich halt entsprechend falsch verhalten und sie bagatellisieren es. Und im Umfeld erschwert es dann wirklich auch das Erkennen und das Reagieren und das Anerkennen von sexualisierter Gewalt. Was macht das mit jemandem, wenn man eben das erzählt und dann kommen so Fragen wie, hast du es nicht ein bisschen wählen, bist du nicht selber schuld? Was macht das mit einem? Ja, es ist eigentlich, nachdem man die Gewalt erlebt hat, gerade nochmal eine zweite, eigentlich auch nochmal gewalttätig und übergriffig. Also es stellt dann wirklich das eigene Erleben, die eigene Erfahrung in Frage, so, wo eigentlich Betroffene sehr häufig schon sehr stark auch unter Schuld und Schamgefühl leiden. Viele haben das Gefühl, ich bin irgendwie selber schuld, dass mir das passiert ist. Und manchmal wird es dann auch vom Täter eingeredet. Und wenn dann das Umfeld auch noch so reagiert, dann nachher ist es wirklich, es ist eine doppelte Missachtung von dieser massiven Grenzverletzung, die sie erlebt haben. Ich habe jetzt auch im Rahmen dieser Reportage mit jemandem geschwätzt, der Silencing betrieben hat, also geschwiegen hat. Ist das auch eine Form von Victim-Blaming? Ja, es ist eine Form von Victim-Blaming. Also es ist sicher nicht immer böse Absicht, aber wenn natürlich die Betroffenen sich das wünschen, dass sie darüber austauschen können, dann ist es tatsächlich ein Teil von dem Stillschweigen. Es gibt aber auch Betroffene, das muss man schon bedenken, die das nicht möchten, darüber zu reden. Oder die das auch eigentlich möchten, auf die Seite schieben, das Erlebnis eine Weile lang. Und auch das gilt es zu respektieren. Wie kann ich, wie soll ich im ersten Moment reagieren? Mal primär ihren Glauben, das Anerkennen, was ihr passiert ist, nicht in Frage stellen, nicht irgendwie nachfragen, ja, warum bist denn du dort angegangen oder wieso hast du nicht irgendwie dich besser gewehrt, sondern wirklich einfach bei ihr bleiben, ihr Glauben, ihr Zuhören, Unterstützung anbieten,
ihr allenfalls auch darauf hinzuweisen, dass es Stellen gibt, wo man sich kann, herwenden kann, wo man das Recht auf Hilfe, das Opferhilfestellen, wie wir eine sind, wo man Beratung und Unterstützung bekommt. Nach dieser Repo habe ich gemerkt, dass ich es voll unterschätzt habe, welche Rolle das Umfeld spielt auf den ganzen Heilungsprozess von einer betroffenen Person und dass eben Victim Blaming auch in einer mega subtilen Form passieren kann. Wenn du dich zum Beispiel dafür interessierst, wie Städte sicherer gemacht werden können, dann check doch Michelle ihre Repo hier ab. Und wenn du schon da bist, dann abonniere unseren Channel und gib uns ein Like.